droht nun der vollständige Boykott von Capital Bra. Der neueste Song kommt völlig unerwartet. Vor allem zwei Zeilen könnten für einen Rauschmiss bei Universal sorgen und für einen Boykott in den Medien. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. Nicht viele Rapper oder Musiker trauen sich ihren Mund aufzumachen, wenn es um das Thema Palästina oder Gaza geht. Privat sagen sie bestimmt ihre Meinung, doch in der Öffentlichkeit halten sie sich zurück, aus Angst Deals zu verlieren, sowie Fans, die nicht die Meinung teilen, aber auch, dass sie boykottiert werden oder sogar rausgeschmissen werden aus dem Label. Dafür hagelt es Kritik von den Fans, dass sie schweigen. Zum Beispiel US-Rapper Macklemore ignoriert all diese Warnungen und bricht sein Schweigen. Er will ein Zeichen setzen und für Gerechtigkeit kämpfen. Dafür wird er reichlich belohnt und bekommt über 1 Million neue Follower. Auch Capital ist nicht mehr aufzuhalten. Als größter Rapper Deutschlands ruft er Free Palestine und sorgt für einen Chaos in der Szene. Nun droht ihm ein Boykott und eine Vernichtung in den Medien. Allerdings ist dem Rapper all das egal, denn die Wahrheit muss ausgesprochen werden und die Fans feiern seinen Mut. Ob er dadurch andere Rapper animieren kann, das Gleiche zu tun? Vielleicht erwarten uns bald mehr Songs über den Gazastreifen. Free Palästina, die Verfassung. Sagt ein General und Leutnant, Free Palästina scheint der größte Künstler Deutschlands. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr den neuen Song von Capital und findet ihr es krass, dass er solche Themen anspricht? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.